Wie lange ist denn das? Naja, 7 Minuten haben wir ja gesagt. Das ist ja nett, weil ich komme jetzt heute Morgen aus Hamburg hier, aber das mache ich gerne. Ich habe mir mal euren Leitantrag angeschaut und da habt ihr auch einen Teil zu Berlin, Hauptstadt des Friedens, drin. Das finde ich sehr gut, aber ich kann nicht verhehlen, als ich das erste Mal gelesen habe, Berlin, Hauptstadt des Friedens, habe ich herzlich gelacht. Ihr müsst wissen, ich bin seit 4 Jahren im Bundestag, wohne noch in Hamburg, komme eben immer nur zum Bundestag nach Berlin und nirgendwo auf der Welt habe ich eine derart hohe Kriegstreiberdichte erlebt wie hier in Berlin. Das ist einfach so. Das ist wahrscheinlich nicht hier so, aber im Bundestag ist es tatsächlich so. Ich sitze da im Auswärtigen Ausschuss und das ist im Grunde genommen, findet im Auswärtigen Ausschuss Außenpolitik statt, nur unter dem Motto, ja, schicken wir jetzt die Bundeswehr, wenn ja, wie viele und wie schnell? Das ist die einzige Frage, die da gestellt wird in den allermeisten Situationen. Ich brauche mir nur diese Woche anzugucken. Das ist jetzt vielleicht ein Zufall, vielleicht ist es aber auch die neue Normalität. Allein in dieser einen Woche wurden 3 neue Bundeswehreinsätze auf den Weg gebracht. Neue. Welche, die es vorher noch gar nicht gab. Diese Woche wurde entschieden, dass die Bundeswehr jetzt in Somalia einen Ausbildungseinsatz macht. Sind wir dagegen? Diese Woche wurde die Debatte angefangen und nächste Woche wird es entschieden, dass auch in der Zentralafrikanischen Republik die Bundeswehr eingesetzt wird. Sind wir dagegen? Und drittens wurde diese Woche diskutiert, nächste Woche entschieden, ob eine Bundeswehrfregatte zur Bewachung der Chemiewaffenvernichtung im Mittelmeer eingesetzt wird, sind wir nicht dagegen. Ich will das jetzt nochmal aufmachen. Das ist natürlich choreografisch sehr gut, dass Ellen gerade geredet hat. Ich werde jetzt dazu auch ein bisschen länger reden. Ich hoffe, ihr gönnt mir da die 3 Minuten. Denn für mich ist diese Chemiewaffenvernichtung eine echte Herzensangelegenheit. In den letzten 15 Jahren habe ich fast ausschließlich politisch im Bereich der Vernichtung biologischer, chemischer Waffen gearbeitet. Als Waffeninspektor bei den Vereinten Nationen, an der Uni, als NGO und jetzt im Bundestag. Und es war meine Arbeit, in den letzten 6 Monaten aufzudecken, dass es deutsche Firmen waren, die das syrische Chemiewaffenprogramm überhaupt ermöglicht haben. Die haben ganze Chemiewaffenfabriken dort aufgebaut, sie haben Chemikalien geliefert. Ein Großteil von dem, was dort eingesetzt wurde, jetzt wieder vernichtet wird, kam aus Deutschland. So, und deswegen ist es für mich natürlich auch ein ganz besonders schöner Moment, dass jetzt das gesamte syrische Chemiewaffenprogramm vernichtet wird und die Reste der Chemiewaffen vernichtet werden. Das ist ein richtiges Ziel. Und ich sage euch auch, es ist völlig richtig, dass es auf diesem Schiff im Mittelmeer stattfindet. Wir haben alle möglichen anderen Optionen geprüft. Ich bin ja auch alter Öko, habe bei Greenpeace gearbeitet. Mit den Greenpeace-Kollegen haben wir uns das angeguckt, auch ökologisch. Ist das der eine richtige Weg? Und ich finde es auch völlig richtig und notwendig, dass dieses Schiff geschützt wird. Das Risiko ist wahrscheinlich nicht sehr hoch, aber es ist da. Und ich habe überhaupt keine Lust, diese Vorstellung, dass die Mafia oder irgendwelche anderen organisierte Kriminalität, terroristische Gruppen, wer auch immer, sich 20 Tonnen Senfgas schnappt und die möglicherweise in Berlin, Rom, Teheran oder sonst wo einsetzt, das finde ich keine gute Vorstellung. Deswegen muss das Zeug natürlich beschützt werden. Also insofern ist das ein richtiger Einsatz. Der Schutz ist notwendig. Und mir hat eine Genossin aus dem Bundestag neulich zu mir gesagt, sag mal Jan, ich bin radikale Pazifistin, aber als radikale Pazifistin muss ich doch zustimmen, weil es gibt doch nichts Sinnvolleres als die Vernichtung von Waffen. Das ist das eine Argument. Und das andere Argument für mich ist, das Ganze findet doch nicht im luftleeren Raum statt. Ich als Realpolitiker würde sagen, da darf man doch auf gar keinen Fall zustimmen. Denn wir befinden uns in einer Situation, wo die deutsche Außenpolitik immer weiter militarisiert wird. Wie gesagt, 3 Auslandseinsätze in einer Woche. Die Reden von Gauck, von von der Leyen, von Steinmeier. Du kannst gar nicht mehr unterscheiden, wer ist eigentlich Verteidigungs- und Außenministerin. Das ist alles eins mittlerweile. Und in einer solchen Situation, wo ich ein ganz berechtigtes Misstrauen habe, dass auch dieser Einsatz einer deutschen Fregatte missbraucht wird, wo ich jetzt am Mandat schon sehe, das ist ja gar kein UNO-Einsatz, das ist ein NATO-Einsatz. Gestern im Bundestag sagt der Staatssekretär von Steinmeier, das ist ein NATO-Einsatz. Was hat denn die NATO damit zu tun, wenn die Vereinten Nationen Chemiewaffen vernichten? Wieso schmeißen Sie denn gleich Russland aus der Operation raus, wenn es eigentlich eine UN-Operation ist? Warum weiten Sie den Einsatz gleich auf den Nordatlantik aus? Das hat mit dem Nordatlantik überhaupt nichts zu tun, aber im Mandat steht Nordatlantik und angrenzende Seegebiete drin. Das ist die halbe Welt. Ja, das ist einfach so. Dann steht da drin, dass alle Daten, die im Zuge des Einsatzes erfasst werden, weitergegeben werden. Ja, wohin denn? UNIFIL? Atalanta? Irgendwelche anderen von diesen Auslandsansätzen, die wir ja mit guten Gründen ablehnen? Wir haben da jetzt eine richtig schwierige Situation. Auf der einen Seite finde ich die Abrüstung und die Vernichtung von Chemiewaffen absolut richtig und sinnvoll und das muss geschützt werden. Und zweitens finde ich, es gibt keine richtigen Auslandseinsätze in einer falschen Weltordnung. So.
Und in dieser Situation kann ich die verstehen, die aus radikal-pazifistischen Gründen und aus anderen Gründen sagen, nee, ich stimme dazu. Ich kann genauso gut die verstehen, die sagen, in dieser Situation, in dieser historischen Weltsituation, in dieser Realität stimme ich auf jeden Fall gegen einen Auslandseinsatz, auch wenn es um die Vernichtung von Waffen geht. Aber ich finde eigentlich beides nicht richtig nachvollziehbar. Ich habe lange mit mir gerungen, weil das für mich eben auch so ein Herzensthema ist. Und ich habe mich jetzt entschieden, mich zu enthalten, weil ich kann nicht gegen Abrüstung stimmen, aber ich kann auch nicht für einen solchen Einsatz stimmen. Und deswegen werde ich mich enthalten. Ich hoffe, das tun auch sehr viele bei uns. Und dann will ich auf einen letzten Punkt kommen, das, was Ellen ja auch gesagt hat, das mit dem Türöffner. Das mit dem Türöffner finde ich ein ganz gewichtiges Argument, aber die Beispiele, die du gebracht hast, das sind alles Beispiele aus einer Kriegssituation. Selbst wenn es immer defensiv verkauft worden ist und humanitär und was auch immer, das sind alles Beispiele aus einer Kriegssituation. Hier wird das Schiff ja überhaupt nicht in ein anderes Land geschickt, das wird überhaupt nicht in einen anderen Konflikt geschickt, sondern das ist in internationalen Gewässern unterwegs und wenn es da einen möglichen Gegner gibt, dann sind das, wie gesagt, nicht staatliche Akteure, die sich Chemiewaffen klauen wollen, aber es ist eben nicht Bestandteil direkt eines anderen Konfliktes. Und dann hat mich gestern eine Journalistin gefragt, und da habe ich erst gar nicht gewusst, was sie fragen wollte, hat sie gefragt, naja, wenn Sie da jetzt zustimmen oder nicht ablehnen, macht das nicht das Tor auf für Rot-Rot-Grün? Ich kann euch sagen, so verquer kann ich gar nicht denken, dass jetzt gesagt wird, da stimmen Leute zu, damit sie in 4 Jahren Rot-Rot-Grün bekommen. Und ich kann euch sagen, dieses Rot-Rot-Grün könnt ihr sowieso vergessen. Ich komme zum Anfang damit zurück. Ich habe nirgendwo eine derart hohe Kriegstreiberdichte erlebt wie im Bundestag und im Auswärtigen Ausschuss. Und ich sage das jetzt mal auch nicht jetzt im Überschwange des Augenblicks, sondern das habe ich mir sehr gut überlegt. Die größten Kriegstreiber im Bundestag sind im Moment die Grünen. Das ist unfassbar. Und egal, was ihr euch alles vorstellt an Koalition, an Regierungsbeteiligung oder Ablehnung von Regierungsbeteiligung, das ist völlig egal. Diese Grünen, so wie sie im Moment aufgestellt sind, die fordern immer noch mehr Soldaten, mehr Kriegseinsätze, Waffenlieferungen an syrische Rebellen. Das war die einzige Fraktion, die das gefordert hat. Das ist wirklich eine Fraktion, die auch in 4 Jahren nicht in der Lage sein wird, mit uns auch nur einen Hauch von Koalition einzugehen, weil mit solchen Kriegstreibern machen wir das nicht. Also insofern ist diese Debatte hier völlig verfehlt. Und es ist auch ein bisschen eine infame Unterstellung, dass irgendwer, der jetzt aus wirklich guten Motiven hier eine andere Entscheidung trifft als ich, dass denen, wenn gleich unterstellt wird, der will ja nur einen Türöffner für Rot-Rot-Grün machen. Ich glaube, diese Debatte können wir uns schenken, denn wir entscheiden sowas politisch und nicht dogmatisch. Gut, eigentlich sollte ich hier jetzt noch ein paar Worte über die EU und die Linke als Friedensmacht in der EU verlieren. Das tue ich jetzt mal nicht. Ich glaube, diese Debatte war jetzt spannend genug. Ich sage noch einmal das M-Wort, das böse M-Wort. Ja, ich finde auch, dass die EU militaristisch ist. Sie ist militaristisch. Die EU ist zum Beispiel der weltgrößte Weltmeister in den Waffenexporten. Liefert sich mit den USA ein Kopf-und-Kopf-Rennen darum, wer noch mehr tödliche Waffen in alle Welt exportiert. Das finde ich militaristisch und das finde ich falsch. Und das wird sich doch nur ändern, wenn die Linke als starke Linke in das Europäische Parlament einzieht. Ich finde, wir haben guten Grund, stolz und selbstbewusst, wie Bernd das gesagt hat, in den Wahlkampf zu ziehen und immer zu sagen, wir als Linke, wir werden dafür sorgen, dass diese EU auch ein Stück weit friedlicher wird. Danke.